Hallo und herzlich willkommen zurück zu Star Wars Jedi Fallen Order. In der letzten Folge sind wir hier auf diesem Planeten gelandet. Und ja, dann würde ich sagen, setzen wir die Reise fort. Let's go. Wir sind hier auf Ugano. Ach, diese Maulwürfe sehen auch richtig süß aus. Aber dann laufen wir hier mal weiter. Ein sicherer Ort zu meditieren. Ich muss mich nur konzentrieren. Ah, okay, man kann hier anscheinend meditieren. Speicherpunkte findest du überall auf Verkehrsreisen. Interagier mit ihnen, um deinen Fortschritt zu speichern. Ah ja. Bei Speicherpunkten kannst du Kerl ausruhen und Fähigkeitenpunkte in den Erhalt neuer Fähigkeiten investieren. Du hast genügend Fähigkeitenpunkte, um neue Fähigkeiten zu erlernen. Öffne den Fähigkeitenbaum, um sie zu benutzen. So, was ist das denn? Überkopfvieh. Oh. Das sieht sick aus. Ah. Gerade mehr haben wir auch wieder nicht. Gut, dann setzen wir unsere Reise mal vor. Oh. Hey, BD1. Ich bin Cal. Ja, mir geht's gut. Ich bin nur. Ich suche jemanden. Nein, nicht dich. Ich suche einen Jedi, glaube ich. Warte, du kennst den Jedi? Was weißt du? Warte, warte doch. Hast du das gehackt? Danke. BD1 sieht richtig süß aus. Gut, dann klettern wir hier mal hoch. Dieses Gewölbe meint es hier. Dort ist der, den ich finden soll. Ah, jetzt haben wir auch eine Holokarte. Erreiche sie das Gewölbe. Okay. Da ist anscheinend noch ein Tutorial für die Karte. So. So, gerade werden noch unerforschte Wege und wichtige Landmarken angezeigt. Okay. Okay, es geht ja immer geradeaus und links weiter. Schließe die Holo-Karte, wenn du bereit bist, um fortzufahren. Natürlich. So, das sieht mir hier ja nach einem größeren Gebiet aus. Dann würde ich sagen, schauen wir uns hier uns erstmal um. Was hier drüben. Ah, und sind das ist ein großer Käfer. Käfer. Oh. Alter. Also da sind zwei Hacken, sieht schon geil aus. Holy fuck. Alter, ist es geil. Okay, an Wänden laufen können wir nicht. Boah, was ist das denn? So. Perfekt, jetzt haben wir ihn hier. Es wollte Boggling-Eier und sie haben gekämpft. Toter Slugs. Okay. Gut. Und durch seltene Gaben der Psychomatie, Kerl, die Machtinformationen werden bestimmte Objekte. BD1 mich gewarnt.
Okay, nächstes Mal höre ich auf dich. Die Landschaft sieht richtig geil aus. Und by the way, ich bin auch für Kritik offen. Also falls euch irgendetwas stört oder so. Oder wenn ihr etwas wisst, was ich besser machen könnte, schreibt es gerne in die Kommentare. So. Aha. Hey, die Ernst ist ja richtig praktisch. Komm ich hier rein? Ah, schade. So. Ah, hier hinten ist was. So. Grinder. Ah, da hinten ist ein Artefakt. So. Perfekt. Eins von drei macht Existenzen erhalten. Forschungsnotiz. Ihr könnt euch das ja durchlesen und Pause drücken. Ich werde das hier skippen. Kommt man da irgendwie hoch? Ah! Ach, scheiße. Oh, wow. Na komm, Kerl. Perfekt. Was mich hier auch interessieren würde, wäre, was für Projekte ihr auf den Kanal gerne hättet. Ich bin offen für Vorschläge. Ich hätte zum Beispiel noch Borderlands 3, das ich let's playen könnte. Oder auch ein paar Lego Games. Oder auch Call of Duty, Modern Warfare, falls ihr Bock habt. Ein bisschen Multiplayer mit einem Kollegen. So, BD1. Ah, wartet. Genau, dort rechts geht's auch noch weiter. Die Musik in diesem Spiel gefällt mir auch richtig gut. Da unten sind auch noch Gegner. Kommt man da irgendwie hin? Glaube nicht. So. Halte Alliance gedrückt, um in dunklen Umgebungen dein Lichtschwert zu erhellen. Ah ja. Octo Bogo. Ah, es ist ein Boss. Boah. Oh, wow, oh, nein. Oh, nein. Wiederherstellung. Wenn du stirbst, verlierst du all seit deinem letzten Fähigkeitspunkt erhaltene EP. Füge Gegnerschaden zu, der dich besiegt hat, und deine verlorene EP zurückzuerhalten und deiner Lebens- und Machtanzeige maximal zu erhalten. Ah ja. Miese Geschichte. Na gut. Ach, wir sind hier. Ach, da muss ich das ja alles wieder nachholen. Ach nee. Aber egal, komm. Dann wir stellen.
Also, den Boss will ich schon noch umbringen. Das kann ich so nicht auf mir sitzen lassen. Ja. Ey, aber das sind zwei Schneiden, das sieht so richtig geil aus. So, wir wissen ja, dass es hier vorne nicht weitergeht. Wow. So. ED1, warte auf uns. Ach, hier wäre auch noch mal ein Meditierpunkt gewesen. So. Also den Boss will ich schon noch umbringen. Das Ding riecht wahrscheinlich schlimmer als Grease. Oh, was ist das? Oh. Ah. Nein. Oh. Ach nein. Ey, komm, dieses Kackviech. Belasten. So. Ich will ihn schon noch umbringen. Das kann ich mir so, das kann ich so auf mir nicht sitzen lassen. Wow. So, na komm. Alles hier auf den Weg verschneiden. So. Ach nein! Nein! Ach komm, das gibt es doch nicht. Also, heute sind wir hier richtig produktiv unterwegs. Also die Face rauscutten tue ich auch wieder nicht. Na, warum? Ey, das gibt's doch nicht. Ey. Nein.
Ach, dieser Drecksboss. Der ist gar nicht so schwer. Man muss nur die Steuerung können. Na komm schon. So. Ja, komm. Ey, das ist doch jetzt nicht wahr. Ey, er war fast tot. Da warst du auch noch gestorben. Eieiei, heute ist. Das ist nicht mein Tag. So. Na komm schon. Wird halt heute ein längerer Part, aber mit mehr Fails. Ey. Na komm. Nein! Der Frust ist real. Ach Mann. Dabei hatten wir diesmal sogar einen besseren Versuch. Ach komm, einen Versuch mache ich noch. Aber zu schwach können wir eigentlich auch nicht sein, weil wir haben ihn ja fast fertig gemacht. Muss einfach mehr blocken und ausweichen. Hey Junge, ich hasse dich so sehr. Geh bitte sterben. Nein. Wirklich. Jawohl. Ja. Drecksviech. Boah. So, ich hoffe mal, das hat sich gelohnt. Der arme Bockling ist tot.
Wollte er seine Familie schützen? Ah ja, okay. So, Bockling. Dieser Bockling kämpfte verzweifelt gegen ein Oktol, um seine Familie zu beschützen. Ja, ihm anscheinend nicht. Hat er wohl nicht überlebt. Was ist eigentlich mit den Kisten hier? Kann man die öffnen? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich glaube, ich baue auch eine Infocard rein. Und da könnt ihr ja mal abstimmen, was ihr mehr sehen wollt. Oder ob ihr überhaupt etwas sehen wollt. Ja, BD1, wir kommen schon. Hat zwar ein bisschen lang gedauert, aber jetzt sind wir da. Aber zuerst meditieren wir ein bisschen. So, perfekt. Dann würde ich sagen, weiter geht's. Vorsicht da drüben! Sieht nicht sicher aus. Genau wie auf dem Schrottplatz. Also BD1 ist schon ganz süßer. Wow! Nein! Lass BD1 in Ruhe, Junge! Kleiner Wichser. Deine Machtanzeige ist leer. Füge ihnen einen Schaden zu, um Macht zu regenerieren. Okay. So. Ah, hinten ist das schon down, was? Echo. Wer hier gelebt hat, hatte hier sein Lager. Lebensmittel und Vorräte. Das war ziemlich mutig. Alles okay? Oh, armer BD1. Ich helfe dir dabei. Darf ich mal? Oh, schon gut. Schön. Der Scorb-Anschluss ist kaputt, aber das sollte uns für den Moment reichen. Okay, versuch's. Perfekt. Ja, da wollte ich auch hin. Okay, also erstmal müssen wir irgendwie von hier wegkommen. Da hat er recht. Ach, hier können wir unser Lichtschwert anpassen. Okay, ja, Farbe hätte ich immer noch blau. Blau ist meine Lieblingsfarbe, deshalb bleiben wir bei blau. Wir haben hier Premium-Inhalte. Maikito-Kampagne. Alter, das sieht geil aus. Ja, komm, das packen wir mal drauf. Jawohl. Sieht schon Baba aus. Wunderschön. Hier noch was? Nein? BD, das ist viel zu klein für mich. Keine Sorge, ich finde schon selber raus. Ah. Danke, BD. Es wird schon gehen. Ist hier irgendetwas? Ah, hier. Diese Ranken führen doch irgendwo hin. Hoffentlich stabil. So, ah! Opa. Das ist halt schon was von Uncharted. Oh. Ah, das war vielleicht nicht so schlau.
Ja. Oh. Mir geht's gut. Au. Ach, er gibt einen Teilsurf. Nice. Ein Heilungsstim. Du bist voller Überraschungen. Komm, Junge, ich spritze mir das Testo. Das ist besser. Danke, Kleiner. Na schön. Und auf ein neues. Oh. Oh. Okay. Schon süßer. Komm an Bord. Der BD1. Tja, wie kommst du hierher? Das weißt du nicht? Nein, Regen. Also ihr könnt euch ja das durchlesen, indem ihr Pause drückt. Ich werde hier jetzt fortsetzen. Vergessliche Droiden gibt's also auch. Was soll ich da sagen? Es muss doch hier irgendwas mit den Kisten auf sich hören. Ist es okay, wenn wir uns daran bedienen? Wo willst du hin? Wo? Was ist das, BD1? Neuer Sender erhalten. Du kannst Lichtschwertteile auf Werkstatt denken, einen Teil der Galaxis und auf Mantis austauschen. Ah, okay. Dann lauf wir mal hier hoch. Dorthin müssen wir. Ich fühle es. Hinten also? Ah, Feinde. Ja. Erreichen Sie das Gewehr bis unser Hauptziel? Gibt's hier hinten am Tor? Ach, dieser Dieb von oben kostet Macht. Okay. Wusste ich gerne. Na dann. Weiter. Wir kommen dem Ziel immer näher. Ist alles kartografiert. Noch verfügbar. Alles klar. Wechsel die Ansicht. Okay. Ich schaff's nicht darüber. Es muss noch einen Weg geben. Wir haben 83% erkundet. Es gibt noch eine Truhe. War das nicht die hier? Bei diesem Dorf? Nein, wir haben die. Was? Die Bergbahn, oder wie? Ach, keine Ahnung. Ich hab gesehen, hier unten. Gibt's einen Weg? Ja, hier unten ist auch ein Fall. Oh! Also, diese Kreaturen sehen teilweise schon eklig aus. Ah, hier ist die Truhe. Komm wieder her! Was ist es? Dämmerung auf Bugano. Dann können wir meditieren. Das ist ganz praktisch. Da können wir unsere Lebensenergie auffüllen. Ja, hier wird auch gesagt. Haben wir neuen Fähigkeitenpunkt? Tatsache. Verlangsamen, Kerl kann seine Ziele verlangsamen. Ja, ich werde eigentlich auf Lebensenergie machen. Damit ich in Zukunft nicht so oft sterbe. Sehr gut. Der ist ja so ein neues Viech.
Nein! Da ist schon wieder so ein Drecksvieh. Ey, du warst eben schon als Boss nervig. Oder zumindest, keine Ahnung, dein Vater oder was das war. Ach, wir können ihn scannen. Was hast du? Ah, die Rasse. Ah ja. Trennen Sie die Zunge mit einer Kombination aus Macht- und Lichtschwertangriff ab. Ist sind gefährlich und resistent gegen Lichtschwerter. Ja, das haben wir vorhin gemerkt. War nicht schlecht. Ach, und sie ist sein Vater. Ah ja. Sehr extrem, außer durch resistent gegen Lichtschwerter. Abfähig. Jetzt siehst du dich? Nee. Boah. Aber wollte ich dich leben lassen. Bockratte. Ah! Ein Ratten? Also denen will ich im Real Life nicht begegnen. Boah, das ist nochmal so eine. Ja, sonst können wir hier mal begegnen. Gut gemacht. Weiß nicht, kann ich hier. Irgendwas machen? Anscheinend geblockt. Ich hier weiter. Ja. Ey, ey, ey. Perfekt. Ah. Unterirdische Zuflucht. Organo. Ja, gut. Komme ich hier lebend runter? Jawohl. Also dieses Kreaturenabmetzeln macht schon Spaß. Vor allem, wenn man sie in zwei Teile schneiden kann. Hier geht's noch weiter, oder? Ah, ich weiß nicht, wo es hier weitergeht. Da hinten gibt's auf jeden Fall noch ein Artefakt. Ah. BDA attackiert die Gegner anscheinend auch. Schicken Zahn zu, BD1. Okay, irgendwo. Ja, wie kommt denn da hoch? Ah. Hä? Ich hab hier scannen. Ah, Fisch. Ah ja. Naja, bist du dich doch hier endlich festhalten können. Alfie.
Aber ich würde echt interessieren, wie ich da hochkomme. Können wir noch nicht einmal hier hoch, oder? Vielleicht dann lieber dort hinten schon? Nö. Ja gut, egal. Laufen wir weiter. So. Dann laufen wir mal hier den Weg weiter, wenn es keinen anderen gibt. Oh. Das hört sich nicht gut an. Siehst du was da drin? Was zur Hölle? Sind wir jetzt in der Vergangenheit? Ah, und jetzt können wir in den Wind sliden. Versuch's erneut. Es ist schwierig, Meister. Ja, der Weg ist sehr schwierig. Ah, es mag nice. Scheinen, aber mit Beharrlichkeit überwindest du jedes Hindernis und mit der Macht als Verbündeten. So meisterst du jeden Pfad. Gut. Versuch jetzt, mich zu erreichen. Lauf mal runter auf zu zerfüllten Wind. Ah ja. Gut. Nochmal. Keine Angst, Junge. Jetzt. Ich komme. Ja, ich komme ja schon. Wandlauf. Mit Beharrlichkeit und der Macht als Verbündeten. Ich erinnere mich an alte Tricks. Perfekt. Gut, dann würde ich an dieser Stelle mal einen Cut machen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst ein Abo da, um nichts mehr zu verpassen. Wir sehen uns in der nächsten Folge und bis dahin, möge die Macht mit euch sein. Ciao.